9 Vorschläge, also das sind wirklich nicht viel. 1. Tut mir leid, aber das Bevölkerungswachstum und die Ressourcenverfügbarkeit, die müssen aufeinander abgestimmt sein. Und das stimmt beim Strom. Und ich würde jetzt mal sagen, das Nächste, wo wir merken, dass das ein Problem wird, ist wahrscheinlich das Wasser, wenn wir dann länger Trockenheit haben und mit Trinkwasser Probleme kriegen. Aber das Bevölkerungswachstum in der Schweiz, 1,4 Millionen, haben Sie gesehen in den letzten 20 Jahren, wir haben einfach keine zusätzliche Megawattstunde da irgendwie Grundlast zur Verfügung gestellt, sondern wir haben sogar noch Mühleberg weggenommen. Also das ist einfach eine Binsenwahrheit, da kommen wir nicht drum herum. Zweitens, es ist zwar richtig, dass wir versuchen, Treibhausgase zu vermeiden in Zukunft, wir müssen das machen. Und glauben Sie mir, also soll mir keiner sagen, ich sei irgendwie da ein Hardliner gegen Klimamaßnahmen, überhaupt nicht. Dann wäre ich ja nie in der Offshore-Windindustrie gelandet. Aber im Moment in der Schweiz gibt es genügend Diesel und genügend Heizöl. Ist ein bisschen teuer, aber es ist überhaupt kein Problem. Mengenmäßig durch den Krieg in der Ukraine fehlt kein Barrel Öl auf der Welt. Die Russen verkaufen es den Indern und deswegen kaufen die Indern jetzt nicht von den Nigerianern und deswegen kaufen wir es jetzt von den Nigerianern. Der Preis ist hoch, die Menge ist da, die Transportkapazitäten sind da, das kommt zuverlässig. Also der Bund hat keine Warnung gegeben, Diesel oder Benzin kommt oder Heizöl kommt nicht, aber Strom kommt nicht, hat er gesagt, vielleicht. Und deswegen gibt es da Krisenstäbe. Und solange, auch wenn das vernünftig wäre, Ölheizungen rauszureißen und Dieselautos zu verschrotten und dafür ein Elektroauto und eine Wärmepumpe. Das macht ja vom Klima her absolut Sinn, bin ich der Erste, der sagt. Aber die Realität ist halt, wenn Sie den Strom nicht haben, dann bleiben Sie wahrscheinlich lieber bei der Ölheizung, bei der Heizölheizung und tragen damit dazu bei, dass der Strom da zur Verfügung steht, wo Sie nicht mit Heizöl agieren können. Oder? Also im Moment ist das Gebot der Stunde sicher, eine Diversifizierung aufrechtzuerhalten. Und der Bund sollte aufhören, mit Subventionen Leuten ein Elektroauto schmackhaft zu machen. Oder der bezahlt mir 10.000 Stutz, wenn ich meine Ölheizung rausreiße zu Hause und eine Wärmepumpe reinmache. Die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut. Dann müssen wir wirklich aufhören damit. Also wenn wir das nicht machen im Moment, und das braucht ein bisschen Mut, oder? Man muss den Leuten sagen, wir machen jetzt das Falsche, weil es im Moment das Richtige ist. Das muss man machen. Dann das Dritte ist, müssen wir auch über unseren Schatten springen. Ehrlicherweise muss man jetzt dem Roland einfach sagen, deine Kernkraftwerke, die kriegen Verlängerung bis ans technische Lebensende. Und bitte, bitte, lieber Roland, schau gut zu ihnen und bitte mach, dass die so lange laufen, wie es geht. Und wir hoffen, es sind noch 25 Jahre und ich hoffe, es sind noch 30 Jahre über den 50. Geburtstag hinaus. Weil nur wenn wir das machen, tritt das Szenario 28, 38 und 43 nicht ein. Und nur dann kaufen wir uns Zeit, um langfristige Lösungen zu implementieren. Aber das müsste man den Kernenergiebetreibern jetzt sagen. Wir möchten das, es ist gewünscht, dass ihr die Dinger länger betreibt. Und man müsste wahrscheinlich auch einen Schirm aufspannen und sagen, und für die technischen Ertüchtigungen, die es braucht, sind wir im Zweifelsfall als Eidgenossenschaft bereit, gewisse Garantien da zu sprechen. Weil schließlich verkauft ihr deinen Saft am Schluss auch zu Gestehungskosten an die Schweizerinnen und Schweizer. Und das ist irgendwie ein gegenseitiger Deal. Also die müsste man dringend signalisieren, dass man die verlängert. Und dann, ja, ich weiß, jetzt kommt der wirkliche Knaller, oder? Wir brauchen neue klimaverträgliche Grundlastkraftwerke. Solche, die im Winter Bandenergie liefern und die müssen klimaverträglich sein. Und glauben Sie mir, ich war nie ein großer Befürworter von Kernenergie. Und ich habe Desaster gesehen. Kernenergie ist finanziell jedes Mal ein Desaster, wenn man es baut. 20 Jahre Bauzeit, ich war 2006 in Olkiluoto, die haben gesagt, 2009 sind wir am Netz. Jetzt sind sie am Netz. Ich bin bei Enel im Verwaltungsrat, wir bauen 2 neue Reaktoren seit über 20 Jahren in der Slowakei, Mochovce 3 und 4. Das verschlingt Milliarden, das kostet jede Woche noch mehr als die Woche davor. Dauernd Budgeterhöhung, Budgeterhöhung, Budgeterhöhung. Also ich soll mir keiner sagen, du hast da blauäugige Vorstellungen von Kernenergie, das ist ein Kraftakt Kernenergie. Wir haben das Know-how nicht mehr in Europa. Es ist jedes Mal viel teurer, als man denkt, und am Schluss geht es viel länger. Aber von allen schlechten Lösungen sehe ich leider keine bessere. Das ist das Einzige, was Grundlast liefert, was uns eine gewisse Unabhängigkeit geopolitisch erlaubt und was das Klima nicht zusätzlich schädigt. Und irgendeiner muss Gottfried Stutz hinstehen und muss den Leuten das erzählen. Muss den Mut haben, zu sagen, wir haben uns
getäuscht. Wir müssen die Dinger länger laufen lassen, wir müssen neue sogar bauen und die oberen zwei Dinger müsst ihr euch auch noch zu Gemüte führen. Hier geht es um Lösungen, die 20 bis 25 Jahre dauern zum Implementieren. Und deswegen muss man jetzt das machen. Du musst uns 20 bis 30 Jahre den Rücken frei halten, indem du deine Kraftwerke weiter betreibst. Aber wir müssen es jetzt machen und nicht in der nächsten Legislatur oder ich höre dann in 3 Jahren auf, da kommt dann mein Nachfolger oder so. Ich würde jetzt den Macron anrufen in Frankreich, die haben 6 bestellt und 8 Optionen. Da wird ein Konvoi gebaut, die lernen jetzt, wie es geht. Jetzt müsste man dem anrufen und sagen, also 14 gehen zu dir, wir nehmen Nummer 15 und 16, ohne Helvetisierung. Tel quel, wie du es in Frankreich machst, ihr kommt und baut die bei uns und dann kannst du auch deinen Groll gegen uns wegen den Kampfflugzeugen, kannst du dann knicken, weil wir haben die Kampfflugzeuge jetzt bei einem anderen bestellt, aber wir kaufen wenigstens deine Kernkraftwerke, jetzt sind wir wieder Freunde, oder? Aber das muss man wirklich jetzt machen. Dann die Winterreserve in der Speicherseen ist eine gute Sache, aber es ist viel zu klein. Der Bund hat eine halbe Terawattstunde sich reserviert, muss ja vermutlich deutlich ausbauen, diese Winterreserve. Dann sollte man unbedingt die sogenannte Demand Response ernsthaft angehen in der Schweiz. Man kann zum Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage beitragen, indem man das Angebot hochfährt, man kann aber auch die Nachfrage reduzieren und den Leuten Geld geben, dass sie nicht konsumieren. Und Großkunden in der Schweiz, Großverbraucher, sollten auf einfache Weise Zugriff kriegen auf eine Börse, wo sie anbieten können, wie viel Geld sie wollen, wenn sie am nächsten Tag zu gewissen Tageszeiten ihren Bedarf zurückfahren. Die Demand Response ist eine Abschaltbörse. Und dann würde ich dringend dazu raten, folgende Verordnungen dazu erlassen. Wer Photovoltaik installiert, muss eine Batterie installieren, die an einem bestimmten Größenverhältnis zur Leistung der installierten Anlage steht, damit er die Mittagsspitze in die Batterie fährt und nicht ins Netz. Damit werden wir uns Milliarden an Netzertüchtigungskosten sparen. Auch wieder, wir werden die Infrastruktur nicht auf die 10 Minuten Peak ausbauen müssen, sondern wir werden den Peak knicken können, in der Batterie abfangen. Und dann das Zweite, Inselpflicht. Jeder, der eine Photovoltaikanlage bei sich aufs Dach macht, müsste einen sogenannten inselfähigen Wechselrichter bei sich installieren. Also die meisten, da sind viele Ingenieure drin, ich sehe Leute, die nicken. Aber ich sehe, das sind Sätzen in den Gesichtern der anderen. Nein, das sind Sätzen, kommt jetzt, wenn ich Ihnen sage, 95% der Anlagen in der Schweiz haben einfach den billigsten Wechselrichter drin, weil es soll ja rentieren. Diese Wechselrichter sind nicht inselfähig. Und was heißt es, dass nicht inselfähig? Das heißt, wenn das Stromnetz zusammenbricht, läuft die Photovoltaik nicht, auch für den Hausgebrauch nicht. 95% der Photovoltaikanlagen auf Schweizer Dächern funktionieren bei einem Blackout nicht mehr und werden auch das Haus nicht mit Strom versorgen und die Leute wissen es nicht. Ich habe 3 Nachbarn, die haben Photovoltaik, ich habe jetzt auch eine raufgemacht, haben meine Kollegen alle gefragt, deine Anlage ist notstromfähig? Selbstverständlich, oder? Hast du einen inselfähigen Wechselrichter? Was? Und dann haben wir zusammen nachgeschaut, alle 3 haben keinen. Ich habe allen 3 gesagt, also wenn es diesen Winkel dunkel wird, darfst du zu mir kommen und Tee kochen. Ich habe einen. Die meisten Leute haben es nicht. Ich nehme nicht an, dass es irgendjemand in Bern weiß. Und die meisten Leute, wie gesagt, wissen es nicht. Also das würde ich zur Pflicht machen, dass die Anlagen wirklich auch notstromfähig sind. Das sind sie heute nicht. Und dann muss man, wegen der Photovoltaik, muss man am Tarifmodell schrauben. Also es kann ja nicht sein, dass die Leute Geld kriegen, Frau Humpel macht eine Foto, das finde ich schon sehr, sehr ermutigend. Also immerhin, dass vielleicht das eine oder andere ist nach Bern schafft. Aber man muss das Tarifmodell anpassen, weil es kann ja nicht sein, dass ich einen Gewinn daraus ziehe, zu einem Moment im Sommer, wo es schon zu viel Strom hat, noch zusätzlich zu liefern. Und wisst ihr, was im Moment passiert? Im Moment, weil die Strompreise hoch sind, kriegen die Leute vom EW viel Geld, wenn sie ihren Photovoltaikstrom nicht selber brauchen, sondern rausschieben. Also bei BKW kann ich jetzt für 15 Rappen pro Kilowattstunde verkaufen und kann den Strom aber für 4,5 Rappen kriegen, weil ich Monopolkunde bin. Die BKW macht Verlust, ich mache Arbitrage. Der Dachdecker hat mir gesagt, ich habe jetzt Leute, die Batterie abbestellen, weil die sagen, das macht ja alles keinen Sinn, ist ja viel, mache ich viel einen besseren Reibach, wenn ich da export den Strom rausschiebe, anstatt meinen eigenen Versorgungsgrad zu erhöhen. Die Tarifmodelle muss man anpassen. Die Leute haben einen falschen Incentive, ihre Anlage laufen zu lassen, wenn sie nicht sollten. Und was man vor allem machen muss,
Das Elektrizitätswerk muss Zugriff kriegen auf diese Anlagen, dass sie die abschalten können. Bei den großen Kraftwerken ist das so, kann die Swissgrid sagen, jetzt fährst du die Leistung runter, wenn es zu viel hat im Netz. Bei den Photovoltaikanlagen nicht, solange das wenig ist, ist kein Problem. Aber wenn das irgendwann dann terawattstundenweise einschmeißt und sie können es nicht bremsen und sie haben zu viel Strom im Netz und die Preise gehen auf negativ und die liefern einfach weiter. Also dann muss es eine Fernsteuerung geben, wo der Netzbetreiber abschalten kann. Und dann, last but not least, weil wir die Verteilnetze ausbauen müssen und irgendeiner muss das bezahlen. Und ihr wisst ja auch, wie es ist, je mehr Photovoltaik, desto weniger Kilowattstunden werden konsumiert und die Entschädigung für die Netze geht über die Kilowattstunden. Das heißt, die wenigen, die keine haben, die bezahlen dann immer mehr fürs Netz, müssen wir auch etwas tun. Also da gibt es vom Großen ins Kleine, gibt es da 9 Maßnahmen, die ich... Mir fällt nichts Besseres ein, aber ich bin offen für andere Vorschläge. Aber da hat es die ersten 4, die da drin sind, die haben es in sich. Und wenn wir die nicht machen, kann ich Ihnen sagen, wird es nicht gelingen. Ja, jetzt noch zum Abschluss. Also mir ist es egal, was diesen Winter passiert, ganz ehrlich. Ich habe jetzt viel Geld ausgegeben, habe mir nach Corona gesagt, also so ein Theater will ich kein zweites Mal erleben. Ich habe gesehen, auf der Statistik des Bundes, die Risikoanalyse, nebst der Pandemie steht da die Strommangelhabe. Da habe ich gewusst, also das BAG auf der Virusseite ist ungefähr das Bundesamt für Energie auf der Stromseite. Also vermutlich nicht allzu viel Konkretes zu erwarten. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, komm, wir investieren doch in eine Photovoltaikanlage, haben wir jetzt gemacht. Und da habe ich mir auch ein bisschen mein Umweltgewissen gesagt, ich will da keine Batterie, die irgendwie mit problematischen Rohstoffen hat. Die Batterie hat Kochsalz und Nickel drin, wird in der Schweiz gemacht, konnte kurzfristig geliefert werden. Und ich habe jetzt eine Batterie, einen inselfähigen Wechselrichter, denken Sie dann, und 54 Solarpanel auf dem Dach. Also mir ist ein Stück weit egal, was passiert, aber ich bin interessiert zuzuschauen, wie die Reise für den Rest von uns allen weitergeht. Besten Dank.